The religion course is built right into their daily schedule. And this day's class in Hamburg has a certain Jesus of Nazareth on the program. Für Christen, Jesus gleich Messias. Für Juden, Jesus nicht der Messias. Zentraler Unterschied. In Germany, children are allowed to wear religious symbols. The Constitution also guarantees the right to religious instruction. But Hamburg is special. Here, the students study all religions, whatever their faith. Ich bin Atheistin. Und deswegen finde ich es auch sehr interessant zu hören, was die anderen in der Klasse dazu zu sagen haben. Unser Glauben sagt auch, dass wir auch für andere Ansichten interessieren müssen. So kann jeder die andere Sicht verstehen und alles nochmal neu kennenlernen. The courses are led by university-trained teachers, like Jan Baschok, who also teaches history. He's a Christian, but he doesn't teach on behalf of his church. He wants to be as objective as possible about religion. Für viele ist es der Erstkontakt. Wenn diese Erfahrung gemacht wird, in den Kontexten, in Lebenskontexten der Jugendlichen, ist eine gute Ergänzung, eben wie andere Perspektiven zu sehen. Eine, die im staatlichen Auftrag des Religionsunterrichts eben auch frei ist von dieser Institution. The religion course has proved its worth over the past 30 years in Hamburg, where around half of primary school students have an immigration background. The authorities feel it helps prevent radicalization. Es ist ja sehr auffällig, dass die meisten Extremisten, die meisten Terroristen kaum religiöse Bildung hatten. Und genau da setzt der Religionsunterricht an. Wir vermitteln ein religiöses Grundverständnis und dann wird sehr schnell deutlich, dass Islamisten nicht ein richtiges Verständnis des Islams haben, wie auch christliche Fundamentalisten. In Germany, religious instruction is a right and not a requirement. But in Hamburg, these past few years, only 0.1% of students have asked to not take the classes.